Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um Thumbnails erstellen und das leicht gemacht. Mein Name ist wie immer Daniel und du solltest jetzt mal auf die Webseite pickmonkey.com gehen. Das ist nämlich ein nützliches kleines Online-Tool, welches in der Gratis-Version optimal dafür gedacht ist, ein Thumbnail zu erstellen. So, und ich bin jetzt hier schon mal auf der Oberfläche und dort kannst du oben über Open ein Bild von dir einladen. Das funktioniert, ich habe jetzt hier mal einfach nur ein Bild aus meinem Video rausgemacht, das geht mit der Taste Druck. Dann kannst du das in deinem Fotoprogramm einfügen und kannst es ausschneiden. Und dann machen wir hier in dem Programm, hier mit der Funktion Crop, auf 1280x720. Das ist nämlich die optimale Thumbnail-Größe. Und jetzt können wir hier anfangen, das Bild zu bearbeiten. Ich gehe jetzt mal hier auf Google und hole mir dort ein Wallpaper. Und Google hatte diese schöne Bildersuchfunktion, wo ihr dann auch einstellen könnt, hier unter Suchoptionen einmal die Größe, nach was Google suchen soll. Und dann natürlich auch nach den Nutzungsrechten. Da könnt ihr nämlich einstellen, dass ihr Bilder, die zur Verwendung und Veränderung freigegeben sind, dass die angezeigt werden sollen. Und hier habe ich ein schönes gefunden auf DeviantArt. Das ziehe ich mir noch gerade mal runter und lade das in den Editor ein, um es dann zu verändern. So, jetzt geht's weiter. Jetzt können wir hier unten draufklicken und dann können wir hier die Textur als Hintergrund über das Foto legen. Wo habe ich es gespeichert? Hier am Desktop, genau. Zing, da ist sie. Und dann sieht das folgendermaßen aus. Noch nicht so prickelnd, wie ich finde, aber wir können jetzt hier nochmal verstellen, wie stark das Ganze eingeblendet werden soll. Wirklich eigentlich tolle Funktionen, die man hier hat. Und jetzt verändere ich hier, oder beziehungsweise will ich, dass mein Kopf da heraussticht. Das kann ich hier mit diesem Tool machen. Zack, zack, so. Dann ist mein Kopf klar zu erkennen und außenrum sieht man dann auch schön die Textur. Und so siehst du, dass du wirklich hier ganz, ganz schnell Thumbnails erstellen kannst. So, wenn ich jetzt das noch weiter runterfahre, sieht es aus, wird mein Kopf sogar scheinen, wie so ein Lichtding. Ich kann es auch noch hier schwarz-weiß machen, sieht auch eigentlich cool aus. Und also ich finde den Editor wirklich ganz, ganz, ganz klasse. Ich habe ihn heute entdeckt und habe gedacht, okay, das muss ich unbedingt meinen Besuchern weiterempfehlen. Ist eine wirklich super, super Sache. Und das allein im Free-Modus. Wenn ihr den abonniert, der kostet, glaube ich, $5 oder so im Monat, dann gibt es natürlich noch ein paar mehr Funktionen. Aber ich finde, mit dem Free-Modus kann man schon einiges machen. So, das ist das Text-Tool. Hier könnt ihr jetzt natürlich noch einen Text drüberlegen. Und bei Thumbnails ist halt eine Sache wichtig, einmal, dass das Thumbnail wirklich in der richtigen Auflösung ist und auch eine gute Qualität hat. Und so Köpfe oder wenn ihr euch als Person dort darstellt, dann sind die Thumbnails, werden die generell häufiger geklickt. Dann sollte natürlich noch ein aussagekräftiger Text da rein. Thumbnail erstellen leicht gemacht oder so geht's einfach mit dem Thumbnail. Je nachdem eben welches Video ihr macht, hier geht's natürlich um Thumbnails, deswegen schreibe ich das jetzt mal so hier rein. Und ich würde rechts unten die Sparte immer ein bisschen freilassen, weil da in der Anzeige von YouTube, da erscheint immer die Länge von dem Video. Bei den Suchanfragen, wenn ihr auf YouTube euer Video sucht. Von daher kommt es nicht so gut, wenn da euer Kopf ist oder ihr da den Text hin macht, dann sieht man den nämlich nicht mehr richtig. Und ich spiele jetzt hier noch ein bisschen mit den Sachen rum, zoome hier noch einen Font aus und dann ist das Thumbnail eigentlich schon fertig. Ne? Ist wirklich easy, easy going. Und ich hoffe, ihr habt dabei was gelernt. Nutze den Editor. Persönlich nehme ich Photoshop für meine Thumbnails. Aber nicht jeder kann damit umgehen, weil das für den Anfänger etwas zu komplex ist. Ihr könnt natürlich auch Thumbnails mit Paint.net machen. Das ist ein gratis Paint-Programm, ein gratis Grafikprogramm. Aber wie gesagt, das hier ist PicMonkey. Das geht alles online. Ihr müsst nichts installieren. Also wirklich super, super einfach. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wünsche euch noch einen guten Tag und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Schaut noch den Abspann, da gibt es noch ein paar mehr Tipps von mir, noch mehr Videos. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, euer Daniel. Ciao. So, du bist jetzt hier am Ende von dem Video angelangt. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, direkt hier drunter das Video zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns nämlich jede Woche hier jeden Sonntag um 8 Uhr wieder. Unter dem Video ist ein
anderes Video, nämlich wie du ein Thumbnail auch bei deinen Videos einfügen kannst. Und die zwei Videos daneben gehen darum, wie du ein erfolgreiches YouTube-Video erstellst. Wie das obere Video geht über Ideenfindung. Und ja, ich will nicht lange rumlabern. Schau dir noch die anderen Videos an, wenn du was lernen willst. Bis dahin, dein Daniel. Ciao.